Jo, was geht ab, YouTube? Timo hier. Und morgen ist es endlich soweit. 17 Uhr startet die Beta von Diablo 4 und wir können endlich mit unseren eigenen Augen einen Blick auf das Ganze werfen. Für mich auf jeden Fall eins der lang erwartetsten Ereignisse der letzten Jahre als riesiger Fan des Franchise, der schon alle Teile mitgenommen hat. Ich kann es einfach kaum erwarten und möchte euch hier einfach mal an meinen Plänen für die Beta teilhaben lassen. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir morgen Freitag schon ab 16 Uhr streamen werden, auch wenn das Ding erst 17 Uhr live geht und dann die Daumen drücken, dass wir relativ zeitnah auf die Server kommen. Ich glaube, das tun wir alle. Bis dahin können wir ein bisschen zusammen darauf hinfiebern, auf das Release, gucken, was geht. Und der Plan ist auf jeden Fall, dass ich alle 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, so viel wie möglich on bin. Freitag starten wir rein, starte ich rein mit dem Barb. Ich werde erstmal ein bisschen solo die Story genießen. Den Barb auf Level 25 pushen. Generell habe ich vor, das Freitag schon fertig zu machen auf Level 25. Wir haben Open End Stream. Samstag werde ich dann relativ früh auch wieder streamen. Wir schauen mal, dass ich dann noch einen zweiten Charakter anfange und Sonntag vielleicht den dritten. Aber Plan ist auf jeden Fall, dass wir Freitagabend mit der Community schon mal ein paar Dungeons laufen, die Weltbosse legen und so weiter und so fort, dass wir hier so ein bisschen Koop zocken, mal die Vierergruppe austesten, wie es aussieht und so weiter und so fort. Wenn ihr da Interesse dran habt, kommt gerne rein. Wir werden so ein bisschen durchrotieren und sicherlich wird jeder mal seinen Platz finden und ich hoffe auch den guten Loot. Dann sieht das so aus, dass ich euch auch noch um was bitten möchte. Und zwar werde ich im Discord diverse Räume einrichten. Ich bin ja ein Barb-Spieler, wisst ihr, das ist meine Main-Klasse. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Rogue, auf den Schurken reinstartet oder auf den Mage reinstartet, werdet ihr sicherlich zum Ende der Beta oder schon vorhin eine deutlich größere Expertise mitbringen als ich zu den jeweiligen Klassen. Deswegen würde ich euch bitten, sollten euch Bugs, Glitches auffallen oder irgendwas zum Spiel generell oder halt auch was mit eurer Klasse nicht funktioniert, generell was mich auch interessiert ist, welche Fähigkeiten sind sehr, sehr gut zum Leveln, wenn ihr da was rausfindet. Würde ich euch bitten, das in den Discord zu schreiben. Wir werden das alles als Community sammeln und auch das Feedback an Blizzard weitergeben. Und dann einfach mal gucken, ob wir da ein Feedback zurückkriegen. Das wäre natürlich super schön. Aber mir würde es auch helfen, wenn ich weitere Videos produziere für euch, dass ich ungefähr weiß, welche Skills sind sehr, sehr gut im Early Game und so weiter und so fort. Da würde ich euch auf jeden Fall bitten, da ein bisschen dran teilzunehmen. Wie gesagt, Discord-Link findet ihr auf jeden unterhalb des Videos. Und das war's auch einfach schon. Wie gesagt, long story short, wir streamen von Freitag 16 Uhr Open End und dann komplett bis Sonntag durch. Ich versuche alle Klassen auf 25 zu bringen, alles auszutesten, soweit wie es geht. Und Samstag und Sonntagabend, vielleicht sogar auch noch Montag, mal schauen, wie das alles passt, werden wir auf jeden Fall abends, mittags so ein bisschen Community Action machen. Wir werden Vierer Dungeons laufen, Weltbosse und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne daran teilnehmen. Ansonsten noch ein kleiner Tipp für alle Vorbesteller. Ihr könnt das Ding jetzt schon runterladen. Macht das auf jeden Fall. Denn wenn ihr erst morgen am Freitag versucht, bei Release das runterzuladen und dann versuchen ins Spiel zu kommen, da werdet ihr definitiv in der Warteschlange feststecken. Also achtet auch darauf. Und ansonsten, Leute, wie gesagt, kriegt die Nacht gut rum. Seid nicht zu aufgeregt. Morgen geht's los. Beta Diablo 4. Checkt es out hier bei 500 TV. Wir streamen durch. Also bis morgen. Peace.